Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider Legend. Ja, ein bisschen suboptimal jetzt erst wieder am Samstag, letzte Woche ausgefallen, super. Es läuft im Moment nicht so wirklich, wie ich das so haben möchte. Ja, wir befinden uns hier in einem kleinen Flashback von der guten Lara. Drücken Sie im vollen Lauf Steuerung, um sich mal einen Hechtsprung abzurollen. Hätte auch einfach gedrückt halten können für Ducken. Drücken Sie K, um eine Fackel zu werfen, drücken und halten Sie die Taste, um weiter zu werfen. Also jetzt habe ich keine Granaten, sondern ich habe nur Fackeln dabei. Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Aber wenn es weiter nichts ist. Einmal herangehangen. Mit E ging schneller, genau. Und Absprung. Wieso macht sie es nicht? Lara? Ach, Steuerung, genau. Trödel nicht rum. Ja. Und du, pass gefälligst auf. Echt mal, Amanda. Ich meine, wir wissen ja eh schon, dass... Was ist los? Amanda! Amanda? Kannst du mich hören? Amanda! Mensch, Eva! Wo gehen wir jetzt her? Ich muss ein bisschen kontrollieren, dass ich nicht so häufig so sage. Das ist mir im Nachhinein ja aufgefallen. Kann ich das zertreten? Nee. Da bin ich noch zu sehr bei anderen Spielen, wo man immer alles sagen kann. Oh. Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das Ding könnten wir nehmen. Da müssen wir auch höchstwahrscheinlich, um da oben drauf zu kommen. Passen wir mal auf, dass wir die gute Sarah nicht allzu sehr malträtieren. Warum Lara jetzt so eine gekonnte Drehung mit dem Ding gemacht hat, weiß ich leider auch nicht. Achso, nee. Ah. Falle. Komme ich da so hoch? Nee, dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich die Kiste. Oder nicht? Das sieht auch noch irgendwas aus, wo man sich draufstellen könnte. Ich kriege die nicht hier rüber. Kann ich mich jetzt... Ach! Ah, ich sehe es. Einer von den... Ich dachte, die wären alle so abgeknickst, aber an den hier kann man noch dran. Im Normalfall, wenn man sich gut anstellt und nicht so dumm wie ich. Einmal bitte ausrichten, Frau Croft. Solltet ihr meine Vögel hören, dann tut's mir leid. Absprung. Ja, das klappt ja alles nur. Okay, das war nur für einen Schatz. Das ist tatsächlich... aber ich dürfte da... Nee, dürfte ich nicht. Bin ich jetzt einfach nur scheiße abgesprungen? Es gab keinen Sprinten, oder? Wenn eine... Ach, aber ich kann... Ah, ich kann mich bestimmt da langhangeln. Das sehe ich jetzt erst. Muss wieder ein bisschen reinkommen. Irgendwie konnte man auch immer ihren Signature-Move machen an den Kanten. Also... Diese... ja... Rad, was sie da schlägt. Okay. Speichern, da ist ein Seil. Könnt ihr mal wieder eine Fackel werfen. Nicht, dass das irgendwas bringen würde. Oh, da ist scheinbar noch ein Toter. Mein Gott. Lara, hier drüben. Kind? Ja, das ist scheinbar Kind. Da können wir auch hoch, aber das macht, glaube ich, weniger Sinn. Da können wir eigentlich auch nur ans Seil springen. Kann die Frau Croft mal aufhören zu schwingen? Ich konnte auch... Ach, mit E, genau. E konnte ich hier weiter hoch. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht Sinn der Sache. Nee. Ach, sehe jetzt erst... Was ist denn hier?
Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was... Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Über dir ist ein Loch. Erstmal das hier weggerollt. Nein, nicht wieder drauf gerollt. Kann ich den irgendwo hinpacken, wo der nicht mehr da runterrollt? Da hält er scheinbar. Jetzt brauche ich, glaube ich, die Rolle. Bleib ruhig, ich komme. Ah, das hat gut geklappt. Dieses Nachgreifen mit I, ich finde es ein bisschen unpraktisch. Verdammt, Lara. Ja. Ich bin gleich bei dir. Ja, zumindest wenn wir fertig geschwungen haben. Ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Eigentlich ist das nie ein gutes Zeichen, wenn die Leute Licht sehen. Außer ein Ghost Whisperer. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Ja, scheinbar irgendwie so wieder so eine Action-Sequenz mit extrem dämlicher Kamera. Und was zur Hölle war das? Warum stehen wir hier mitten in Kisten? Ach, die kann ich kaputt treten. Nee, kann ich nicht. Kaputt. Ach, sie hat gar keine Schusswaffen dabei. Na, gut zu wissen. Ich wollte schon anfangen rumzuballern. Die Kugel ist hier bestimmt nicht ohne Grund. Nee, die kann man bestimmt da unten drauf. Ich denke mal, dass sie dafür da ist. Genau. Ich hätte echt gedacht, dass ich mich dümmer anstelle in dem Spiel. Sind ja aber auch noch relativ am Anfang. Vielleicht kommt's noch. Weil ich meine, damals als kleiner Bub, das Ding ist runtergerollt. Och, Mann. Bleib schon da drauf. Ist der Pfeil oben? Ja. Nee, der rollt so wieder. Bleib ja da stehen. Aber damals, als ich das gespielt habe, war ich generell noch ziemlich dumm. Manchmal. Nicht nur manchmal. Lara! Jason ist tot! Sie sind alle tot! Da ist etwas... Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur... Nein! Martina! Okay, ich glaube, das war der nächste, leider. Wie gesagt, eigentlich wissen wir ja schon so in groben Zügen, wie das hier ausgehen dürfte. Man kann diese Rollen, glaube ich, auch irgendwie aneinander ketten. Das hatte ich ja letztes Mal irgendwie geschafft, aber dafür muss man irgendwie scheinbar genau im richtigen Moment. Keine Ahnung. Nicht, dass das jetzt ja mal wichtig wird. Hoch kann ich dann nicht, ist auch alles verschüttet. Ich, Vollhorst. Einfach geradeaus rennen, ja, das ist ganz toll. Da ist auch eine Hangelstange. Ich dachte gerade, sie springt daneben. Das wäre natürlich äußerst unpraktisch gewesen. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott!
Okay, wenn sie das überlebt hat, dann Respekt. Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sif an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Ja, das ist doch gut. Und das Seil können wir nicht springen. Würde auch wenig Sinn machen. Haben wir irgendwie ein kaputtes, ja, Silo ist es jetzt nicht. Was sagt man denn da genau? Wollen wir tauchen? Sieht fast danach aus. Ich sehe gerade keinen anderen Weg. Na, hier ist auch nichts. Einmal vor Wut den Karton getreten. Ah, fast einen Schatz übersehen. Nicht, dass sie mir irgendwas bringen würden. Drücken sie E, um zu beschleunigen. Was muss ich nochmal zum Tauchen? Ja. Warte. Ah, okay. Nee. Ich glaube, ich krepiere, weil ich zu dumm bin. Luft, Luft, Luft. Ich brauche Luft. Da. Hoch mit dir. Wie schwimme ich nochmal nach oben? Gar nicht. Ich schwimme gar nicht nach oben, ich sterbe einfach. Hä? Ja. Das, war jetzt minder doof, also. Irgendwie ist sie nicht mehr in die Richtung geschwommen, wie ich wollte. Das war. Naja. Muss ich auch nicht so richtig verstehen. Den Schatz nehmen wir nochmal mit. Was Artefakt oder keine Ahnung, wie sich das hier nennt. Ja. Okay, hier nochmal testen, wie man hochschwimmt. Okay, einfach Leertaste gedrückt halten, dann schwimmt sie nach oben. Okay, und bei Steuerung taucht sie einfach. Gut, haben wir das auch geklärt. Schwimmen wir ein bisschen schneller. Wir haben ja nicht ewig Zeit, wie wir gesehen haben. Okay. Bitte hier, hol mal Luft. Vielleicht hätte sie eine Taucherausrüstung mitnehmen sollen. Bin ich irgendwie in die falsche Richtung getaucht? Da komme ich ja auch noch wieder nach. Da bin ich ja reingekommen. Nee, der bringt ja gar nichts. Okay, ich dachte gerade, ich saufe wieder. Aber scheinbar nicht. Wo muss ich denn her? Hier irgendwas machen. Na. Okay, einmal wieder Luft holen. Sonst wird das nichts. Ich glaube, man kann dann noch weiter runter. Oder? Sah es jetzt nur so aus. Ich glaube. Jetzt hat sie voll Luft geholt. Ich glaube, ich hatte gerade noch nicht genug. Ah, da ist ein Durchgang. Kann ich da nochmal kurz hoch? Meine Sicherheit geht vor. Jetzt auf Wüste aus, weh. Ist das hier richtig, was ich mache? Ist wahrscheinlich nicht, aber ist ja auch egal.
Ja. Auch wenn ich tatsächlich gesagt habe, dass mir das Kämpfen in Tomb Raider gar nicht mal so gefällt. Ein paar Gegner würde ich gerade echt nicht schlecht finden. Okay, man kann hier Luft holen, das finde ich super. Irgendwo, ach, da ist noch ein, das ist ein Durchbruch, sehr schön. Da ist die Strömung aber so kackenstark, dass ich da nicht durchkomme. Ach, da kann ich aber irgendwas machen. Ah, scheinbar muss ich die... Ah, schwimm mal hoch. Oh, Mist. Ja. Wie er es einen abzieht. Das hört sich an wie so ein Timer, der da tickt. Ich habe auch den... Ich habe das Artefakt da hinten gesehen. Es juckt mich allerdings noch nicht. Ich möchte dafür nicht die Luft verschwenden, die ich habe. Die ist ja eh deutlich begrenzt. Dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das werden wir sehen. Da kommen wir ja jetzt durch. Ich habe nochmal Leben verloren. Ist ja. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Da würde mich tatsächlich interessieren, ob diese Tiwanaku-Legende wirklich gibt. Da, das meinte ich übrigens mit ihrem Signature-Move. Ah, da ist wieder... Drücken Sie und halten Sie... Also, zum Hinaufklettern. Aber wozu will ich denn hinauf... Achso. Ich will da ran höchstwahrscheinlich, aber da bin ich, glaube ich, etwas zu weit drauf geklettert. Und abgesprungen. Dachte erst, da ging es auch weit, aber scheinbar nicht. Warum bin ich jetzt hier drauf gesprungen? Darf ich das nochmal erfahren? Nee, hier komme ich nicht hoch. Dann hat ja auch keinen Sinn gemacht. Ah, dann daran, glaube ich. Einmal hier ran. Dreh dich mal ein bisschen. Ja, jetzt bin ich schon wieder zu weit oben. Na komm, nimm schon Schwung auf.
Und rüber. Jetzt daran? Nee. Kann ich dann da nochmal dran springen? Aber irgendeinen Sinn muss das doch haben. Und von da komme ich ja. Dreh dich mal. Das Drehen fällt ja tatsächlich immer am schwersten. So. Und rüber. So geht's auch. Wo kann ich denn sonst noch hinwollen? Da gibt's nix. Ach, da. Na gut. Da habe ich es mir mal wieder komplizierter gemacht, wie es eigentlich ist. Kontrollpunkt. Sehr schön. Ist auch ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider Legend. Und bis dahin, macht's gut.